Hallo, liebe App-Gefahren-Nutzer. Bisher hat Ubisoft ja Spiele wie Silent Hunter, Assassin's Creed oder Prince of Persia in den App Store gebracht. Jetzt gibt es mit Die kosmische Familie ein Spiel für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren und wir zeigen euch das einfach mal. Gehen hier mit der Rakete in das Hauptmenü. Dazu ist zu sagen, dass normalerweise nach dem Gratis-Download nur zwei Levelabschnitte zur Verfügung stehen. Den Rest muss man sich für 1,59 € per In-App-Kauf freischalten. Das haben wir schon gemacht. Und wir zeigen euch jetzt einfach mal hier den Einstieg in Form eines Puzzles. Da haben wir diverse schon erledigt und wir machen jetzt einfach mal mit diesem hier weiter. Es gibt zu Beginn, ihr seht es hier oben an diesem Radio, eine kleine Erklärung von einer Sprecherin, von einem Sprecher, wo erklärt wird, was das Kind zu tun hat, ist verständlich, auch wenn man nicht lesen kann, kommt man so gut zurecht. Und wir müssen jetzt einfach hier die Bilder an die richtige Stelle ziehen. Das passt noch nicht. Zack, da hätten wir es geschafft. Also eine recht einfache Hürde für mich als Erwachsenen. Aber für die Kinder durchaus eine nette Geschichte. Genauso wie hier das Ausmalen von verschiedenen Figuren. Wir machen einfach mal hier den kleinen Knirps. Na, so. Auch hier wird wieder erklärt, kann man wegklicken. Wir haben einen Pinsel, wir haben einen Stift. Der Pinsel ist was ganz Besonderes, da kann man mal kurz zeigen. Damit kann man nicht über Linien malen. Das heißt, wenn ich ihm jetzt blonde Haare verpassen möchte, mache ich einfach so und male das Ganze dann passend aus. Zack. Kann dann noch ja, mit dem Stift auch irgendwie andere Sachen machen. Wir können ja mal einfach ein Bärtchen malen. So. Hübsch ist anders, aber ich denke, das Prinzip sollte ganz gut erkannt werden. Dann zum Beispiel für die Augen nehmen wir wieder blau. Wir vertippen uns jetzt mal grüne Augen. Ist dann kein Problem. Wenn man sich vermalt hat, kann man das Radiergummi nehmen. Oder natürlich einfach, wir nehmen den Pinsel. Gut, damals die falsche Stelle getroffen. Da bräuchte man nicht das Radiergummi. So. Pinsel und Blau für. Na. Jetzt vermissen wir übrigens so eine Rückgängig-Mach-Funktion. Na, da sehen wir. Jetzt haben wir irgendwie. Ihm das Gesicht verunstaltet, kann natürlich passieren. Es sollte nachher so aussehen. Also gewisse Ähnlichkeiten sind durchaus erkennbar. Hier kann man sich wirklich nach Lust und Laune austoben, gerade für kleine Kinder nette Geschichte. Man kann auch ganz ein weißes Blatt nehmen und dann sein gemaltes nachher abspeichern. Das ist natürlich jetzt leer, aber das fertige Bild könnte man so abspeichern, leider in einer recht geringen Auflösung. Weiter geht's mit dem nächsten Spiel. Wir schauen einfach mal, was wir noch hier haben. Hier unten. Müssen wir erstmal dem Tier die passenden Socken verpassen. Jetzt können wir mal gucken, hier, das passt natürlich nicht. Und die farblich passen würden, die sind kaputt. Müssen wir deswegen erstmal hier durch die Nähmaschine jagen. Zack. Und dann können wir da anziehen? Na? So. Das passt. Also für kleine Kinder durchaus eine kleine Herausforderung, wo sie dann erkennen müssen, ich muss das und das machen. Das war die richtige Figur und schauen wir mal, wie es weitergeht. Normalerweise kommt man zurück ins Hauptmenü, ja auch in diesem Fall. Und da können wir einfach nochmal ein anderes von den 10 Minispielen ausprobieren. Wir nehmen einfach mal das hier. So, hier müssen wir uns jetzt die 4 Objekte da oben merken, die dann verschwinden. Und unsere Aufgabe besteht jetzt darin, das ist jetzt nicht so herausfordernd, weil sie nicht wirklich gedreht wurden, das Ganze richtig zu sortieren. Man hat oben 4 Leben, die auch verloren gehen können. Oh.
Moment, ich könnte schwören, das war jetzt gerade so. Ich habe mich nicht richtig konzentriert. Wir machen das einfach nochmal. So, wir gehen nochmal hier rein. Also, Hase, Flugzeug, Ball, Schiff. Sollten wir eigentlich hinkriegen. Ball, Flugzeug, Raum, Schiff, Ball. Nein, Hase, Flugzeug, Ball, Schiff. So. Also, wir können es doch. Kriegen den Applaus hier vom kosmischen Elefanten. Und sollten euch eigentlich einen recht guten Eindruck verschafft haben. Nochmal zur Erinnerung, 1,59 € für einen In-App-Download, In-App-Kauf. 300 MB insgesamt, 10 Minispiele. Hier oben bei den Zeichnen, Farben, Malbildern, was auch immer, 30 Vorlagen. Man kann auch selbst was machen. Durchaus eine gute Geschichte für Kinder im Alter von 3, 4 Jahren. Wenn man dann Richtung Grundschule 5, 6 geht, dann ist es vielleicht schon ein bisschen zu einfach. Aber ich denke mal, da kennt ihr eure Kinder besser als wir. Und in diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß.